Da sind wir wieder. Ich habe mich jetzt mal im Internet erkundigt. Oder was heißt im Internet? Ich habe einen der besten Bleak Fate Forsaken Spieler mal gefragt, wo man das Rezept für die Piercing Arrows bekommt, weil ich im Internet nichts gefunden habe. Der hat auch einen Platin Guide gemacht. Der wird wahrscheinlich 10-mal besser sein als meiner. Bei ihm ist es halt so, er ist Kanadier. Aber er ist ein wirklich großartiger Bleak Fate Forsaken Spieler. Er hat es wirklich sehr gut durchgenommen, das. Viele kennen wahrscheinlich ihn auch, Gaming mit Bowen. Und er hat mir dann noch den Link zu seinem ersten Part geschickt, oder was heißt geschickt, markiert in seinen Videos. Und jetzt muss ich kurz überlegen, doch hier genau hier lang war's. Da haben wir ein NPC, wo jetzt glaube ich nicht ganz so wichtig ist. Ich glaube, hier bin ich gar nicht lang gegangen. Hier bin ich noch gar nicht lang gegangen. Oh, ein Titan Slayer. Der hat einer der besten Rüstungen, den kann man farmen, also gebessert Orte, um den zu farmen. Genau, der hat jetzt die Titan Slayer Schulternblättern gedroppt. So. Und hier liegt das Rezept für die Piercing Arrows. Ah, okay, jetzt bin ich hier. Ah, okay, ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ja, klar. Ich gehe auch gleich mal ins Crafting-Menü, um zu schauen, ob ich jetzt schon alles habe, um sagen zu können. Trophäe für alle Crafting-Rezepte ist da. Hä? Sieht der anders aus? Der sieht anders aus. Der ist ja gepanzert.
So, Level up. Den hau ich auch noch weg. Komm, Kumpel. Okay, Upgrade-Modul. Jo, da musste ich kurz ans Telefon. Bitte liegt das da hinten nichts liegen. Weil das sind die richtig. Gut, da hinten liegt nichts. Ciao, Kumpel! Edgebatch! Genau, das sind die richtigen Orsch. Ritter, so, oh, ich habe wieder 4 Punkte. Hetze ich. So. Jetzt habe ich hier alles. Jetzt mache ich mir kurz ein Bild. Dann wechseln wir in meinen NG Plus Jar, damit ich es vergleichen kann. Ob noch was fehlt? So. Titelscreen. Yes. Load Game, genau hier. Weil wie gesagt, ich habe die Trophäe damals bekommen, als ich dann Silicon Valley, also dieses Drachenviech besiegt habe, bekommen. Aber wie es scheint, fehlt noch was. Also das habe ich. Das habe ich. Die habe ich auch. Habe ich, habe ich, habe ich. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Oder? Ich glaube, doch, doch, ich glaube, wir haben alles. Ich gehe aber durch, wie gesagt. Dann.
Dann haben wir hier Flux, dann haben wir hier vier Cognoschen, dann haben wir drei davon, haben wir Dieb, dann haben wir Blunt, Magie, nochmal, zweimal Magie, ah, für 60%. Dann das, dann das. Dann kommt aber hier das bei mir. Dann. Warte, das sage ich jetzt ja auch richtig. Dann haben wir, kommt das bei mir, dann das, dann das, dann das, dann das. Das. Sieht so aus, als hätten wir alles, was mir jetzt halt nicht angezeigt wird in meinem NG Plus 2 Charakter, sind das Rezept, das Rezept, das Rezept und nee, halt, warte. Bevor ich was Falsches sag. Nee, ich bin jetzt hier in meinem NG Plus Charakter. In der Tat. Nee, es war. Das wird mir da angezeigt. Das. Also das haben wir jetzt aktuell mal im Platin Guide nicht. Mighty Regen. Genau, die vier sind nicht vorhanden. Die Frage ist. Puh, wo kriege ich die hin? Her, für Fluxregen, Hilfregen, Rapid Recovery und Mighty Regen. Da muss ich auf jeden Fall dann nochmal schauen. Also, wie es scheint, fehlt nur noch ein Rezept. Ich hoffe mal, dass es nur noch eins ist. So, jetzt wechsle ich wieder in den New Game oder Platin-Char. So. Ich glaube, Mighty Ring und so sind so Endgame-Sachen. Ich werde auf jeden Fall die Wüste absuchen. Weil, aber jetzt muss ich halt aufpassen. Hier ist jetzt sind. Hier ist jetzt ein roter Ritter um der Ecke. Hallo Kumpel. Oh, machst du Damage? Im Notfall schaue ich mir den Guide vom Ding mal an und hofft, dass er vom Gaming mit Bowen hofft, dass er es gut. Oh, da war nix. Ey! Ey, du Sau! Oh.
Eieiei. Upgrade-Modul. Teilpfeile. Ich überprüfe jetzt wirklich hier alles. Wirklich alles. Hier könnt ihr dann hochklettern im New Game, weil hier oben ist ein rotes Item. Das ist, glaube ich, so eine Art Dokument, aber nicht die. Wo man für Platin braucht. Also, man braucht ja für die Platin diese Dokumente. Und ich meine, das müsste hier so eins sein von den Logs. Mein Loot. Das ist, glaube ich, der Loot, wo abgestürzt ist. Von dem Gegner. Und damit den nächsten Rundretter. Hi, Ausdauer. Ah. Jawohl. Jetzt haben wir alle. Das waren die, wo noch gefehlt haben, glaube ich. Oder was? Hier fehlt noch, glaube ich, eins für den großen. Ah, es fehlt immer noch eins.
Aber Moment mal, war ich dann überhaupt im Desert-Gebiet? Ich weiß es nicht mehr. Also ich werde hier auf jeden Fall noch alles erkundigen, weil ich vermute, es wird hier ja nur rumliegen, wenn die zwei Rezepte von dem getoppt wurden. Ich mache dann auch auf jeden Fall, setze ich den Clip ein, wo ich damals die Trophäe bekommen habe. Nicht, dass ich dann da was Falsches sage, weil den Wurmlord habe ich tatsächlich erst nach Silicon Valley gemacht. Soweit ich meine. Ich schaue auf jeden Fall nochmal. Werde auf jeden Fall beide Clips rein. Nicht, dass ich was Falsches sage. Ein Kristall und guck noch schon mal die Regen. Oh, Hallöchen. Der Damage. Oh, von ihm aber auch. Ah, wir sind so Kumpel. Jo, die Pfeile kann ich immer so enttarnen. Metallpfeile hat er jetzt getroffen. Das waren jetzt die, wo ich in ihn reingeballert habe. Alles abchecken, alles abchecken. Weil es ist ja so ab. Item. Warte, ich kümmere mich jetzt mal um diese näher. Nicht, dass es da einer droppt. Ich bin fast Max-Level, also das Max-Level ist natürlich Level 25 im New Game. Ah, das ist wieder so ein asozialer. Ah, doch nicht. Hm, der droppt ernsthaft Upgrade Splinter. Ah, da liegt noch.
What the? Das ist ein Asozialer. Moment, ich crafte mir jetzt erstmal all die Piercing Arrows sind einfach 100-mal besser als die normalen Pfeile, weil sie ignorieren Schilde, oder was heißt Schilde, den Schutz, so wie ich das verstanden habe. Ja, Upgrade Splinter hat der jetzt getroppt. Ich jetzt wieder in die Richtung. Schreckt mir nicht. Ah, nö. Waffe ist Skimitar.
Nein, hier ist dann nicht. Nee, nee. Bist du ein Penner? Geht doch. Upgrade-Modul. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Willst du mich gerade verarschen? Da vorne schwebt noch mein Loot in der Luft. Ein Shortcut? Shortcut. Welche ich auf jeden Fall noch killen werde in dem Part, sind diese zwei. Okay, wo ist jetzt mein Speer? Speer, da. Sind diese zwei Leuchttürme, nenne ich es mal. Weil die. The recalibration was successful. The the anomaly. I'm afraid if I had never the leap sim take farewell. Ja, dann upgrade ich mir noch den Bogen. Damit er auch etwas mehr Damage macht. Ha? Huh? Ah, da oben liegt noch was.
Ein Cape, Upgrade-Modul. Dann kümmere ich mich jetzt noch um die zwei Leuchttypen. Wow, das ist dunkel. Okay, der hat jetzt nichts gedroppt. Ein Rezept. Jetzt gucken wir uns noch den anderen an und dann gucke ich mich hier noch um. Ah, hier ist der andere Lift, wo nach oben führt. Okay, hier ist nichts. Das heißt, ich kümmere mich um... Der hat jetzt Upgrade-Modul, regenerative Flute. Okay, der hat jetzt auch kein Rezept gedroppt. Jetzt nehme ich noch den anderen Fahrstuhl, um wieder nach oben zu kommen und da sozusagen ein Shortcut freizuschalten. Dann reise ich zu dem einen Bonfire und reise ins Gebiet von dem einen Boss, nur um das Bonfire dort zu aktivieren. Ich hasse ihn jetzt schon. Und dann erkundige ich mich nach meinem Internet. Mal gucken. Okay, hat sich nicht gelohnt. Ist der kürzeste Weg?
Ciao, Kumpel. Okay. Ciao, Kumpel. Schon wieder meine Keule. So, ich sei so. Ich kümmere mich auch noch um den anderen und den Riesen da vorne. Ich sag's ja, das Ziel hier in dem Game ist nicht. Nicht besonders akkurat. Ich bin Max Level. So, dann gehen wir wieder hin, nachdem wir uns zweimal rekalibriert haben.
Dann können wir hier durch, kriegen eine kleine Cutscene. Things have been set in motion that can never be explained. An eternal rain is coming our way. Remember to trust your blade. You will need it more than ever. Das werden wir nur noch durchrennen. Weil gleich müsste die Meldung kommen für ein anderes Gebiet. Genau. Dann rennt man hier weiter. Dann sind wir hier in seinem Zwischengebiet. Hallo. Haben wir noch eine Waffe? Und da vorne haben wir meinen Haspers. Wirklich, der ist absolut furchtbar. Wirklich furchtbar. Ne, dann mache ich wieder mal Schluss. Ich schaue, wo ich das eine letzte Rezept bekomme. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.